Es geht weiter mit dem Flaschenwärmer. Tintenfischflaschenwärmer. Wir haben jetzt soweit die Reihen gestrickt. Die 5 Reihen in Gelb. Und werden die jetzt abketten. Dann zeige ich, wie man die Augen, den Mund und die Flossen macht. So, die Maschen haben wir jetzt soweit abgekettet. Wir lassen noch ein Stück Faden zum Nähen übrig. Schneiden nicht zu viel ab. So, da haben wir jetzt soweit dieses fertig. Dann brauchen wir ein Stück schwarze Wolle, dann ein Stück weiße Wolle und machen dann ein Auge, so wie hier. Da brauchen wir eine Häkelnadel für. Schlagen wir 1, 2, 3, 4 Maschen an. Binden es zusammen. Schlagen dann wieder 1, 2, 3, 4 Maschen an, gehen in die Mitte durch und machen eine feste Masche. Und wieder 1, 2, 3, 4 in die Mitte und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4 in die Mitte und eine feste Masche. Und die letzte 2, 3, 4 in die Mitte und eine feste Masche und am Ende hier zusammenbinden. Das ist die Umrandung vom Auge. Dann machen wir in Schwarz weiter. Da habe ich etwas dickere Wolle genommen. 1, 2, 3 Maschen anschlagen und in die letzte Masche zusammen verbinden. Da haben wir eigentlich schon das Auge. Abschneiden die Bänder, den Faden. Dann haben wir das Auge, Innere. So, das ziehe ich einfach in der Mitte durch, die dicken Fäden, die ich hier habe, ziehe ich einfach durch das mittlere Loch vom weißen, das andere Stück auch und mache hinten
ein Knoten. So. Das sind die beiden Augen. Die nähen wir dann hier fest. So, dann kommt der Mund. Da habe ich rote Wolle. Da finden wir ungefähr die Mitte. Ziehen den Faden von vor, also von hinten nach vorne. Und dann kann man den einmal von vorne nach hinten ziehen. Man kann es auch mit einer Nadel machen. Oder mit einer Häkelnadel, wie man will, beliebig. So macht man dann den Mund. Einmal hier so rund ist der Mund. Dann wird das hier so zusammengenäht an den Seiten. Und dann hat man auch schon soweit den Flaschenwärmer fertig. Die Augen halt noch mal drauf nähen, so. So nebeneinander, Fäden natürlich abschneiden. Und dann haben wir hier noch die Flossen. Da habe ich schon mal eine Flosse soweit gestrickt. Wir lassen 1, 2, 3 Maschen aus. 1, 2, 3. Und dann können wir einmal in grün und einmal in gelb die Flossen stricken. Und dann fädeln wir einfach Maschen auf. Das können wir auch mit der Häkelnadel besser machen. 1, 2, 3 Maschen auffädeln oder man kann 2 Maschen nehmen, beliebig. Wir nehmen mal 2 Maschen und die einfach links und rechts stricken. Hintere Masche links, und vordere Masche rechts stricken. Und die vordere Masche rechts stricken und dann 18 Reihen und jeweils immer 3 Maschen freilassen und eine Flosse stricken. Und dann habt ihr soweit den Flaschenwärmer fertig.